Licht war und ist für Physiker ein sonderbares Phänomen. Um die Eigenschaften von Licht zu beschreiben, haben sich verschiedene physikalische Schulen darüber gestritten, ob Licht als eine Welle oder eine Ansammlung von Teilchen dargestellt werden könnte. Sie sind ja gar nicht der Professor. Nee, scheint so. Und wer seid ihr? Die Schwingung in der Quantendimension ist nicht direkt beobachtbar. Bezeichnen wir diese Schwingung als Omega. Ich bin Alice. Ich will zu Professor Omega. So, so. Ich kenne ihn gut. Es kann sogar sein, dass zwei räumlich getrennte Detektoren, nennen wir sie Alice und Bob, ein und dieselbe Schwingung, Omega, aus verschiedenen Perspektiven beobachten. Natürlich sehe ich, wer hier reingeht und rauskommt. Ich bin ja schließlich der Hausmeister. Ja, dann wissen Sie doch auch, ob er hier drin ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja bloß der Hausmeister. Was verstehen Sie schon von Wissenschaft? Folgen Sie mir in meine Dimension. In nur wenigen Stationen auf der Linie 1 werden Sie einige der wichtigsten Gedanken der Quantenmechanik kennenlernen. Ich möchte Sie einladen, zusammen mit Alice und Bob auf eine Reise in die Welt vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Quantenmechanik. Vom Doppelspaltexperiment über die Verschränkung von Photonen bis zum Computer der Zukunft, dem Quantencomputer.